Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. Ich habe gerade geschlafen. So, in der letzten Folge waren wir ja viel unterwegs. Mein Läusebraten ist vergammelt. Das heißt, wir packen den mal weg. Und dann suchen wir uns jetzt halt neues Essen. Einmal trinken. Ich hätte gerne den Frischespeer. Ja, und dann müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, was ich erzählt habe in der letzten Folge, was wir machen wollen. Gucken gleich einfach mal. Ach, ich glaube, ich habe eine Idee, was wir machen wollen. Noch eine. Ja, genau. Wir gehen wieder Richtung Oberen Garten und werden in eine Region gehen, die ich nicht so mag. Aber das ist nicht das Problem. Ihr sollt die ja auch sehen. Und wir brauchen natürlich auch ein paar Ressourcen aus dieser Region. Und deswegen gehen wir dorthin. Nützt ja nichts. So, generell mal gucken, könnten wir vielleicht mal reparieren. Und der Rest sieht noch ganz gut aus. Usti haben wir noch. Wir den reparieren? Nee, haben wir nicht. Materialien für. Okay. Wissen wir Bescheid, müssen wir wieder ein paar Kugelkäfer kaputt machen. Dann sind wir fit. Und dann geht's los. Ich überlege gerade, welche Waffe wir am besten ausrüsten. Ich lasse mal den frischen Speer. In der letzten Folge haben wir ja mal die Wespen kennengelernt und ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert von den Wespen, so wie im realen Leben auch. Aber gut, sind jetzt Gegner, mit denen wir rechnen müssen. Bleib stehen. Nehmen das schon mal mit, dass wir einfach schon mal was haben. Zur Sicherheit. Ah. Wenn die hier gerade schon so nett sitzen. Wieso nicht? Okay, also. Questziel ist natürlich also unter den Schuppen zu gehen. Das haben wir ja, da haben wir ja schon mal kurz reingeguckt. Und habe ich gesagt, das machen wir jetzt noch nicht. Also wird schon in naher Zukunft werden wir da schon hingehen. Jetzt werden wir aber erstmal zu dem anderen Ort. Wir haben ja auch noch quasi zwei Superchips, die wir holen müssen. Einmal dort und einmal dort. Dort kann ich mich gerade null erinnern. Aber an den kann ich mich erinnern. Und in diese Richtung gehen wir jetzt auch. Und dann. Ah, guck mal, Kugelkäfer. Perfekt. Wir brauchen doch noch welche. Oh, da hat er uns erwischt. Ich bin mit meiner Münzkeule nicht unsterblich, auch wenn ich das manchmal denke. So. Die ist halt sehr stark, aber unsterblich bin ich dadurch trotzdem nicht. Dann nehmen wir mal einen Verband, dass wir uns einfach langsam wieder hochheilen. Oh ja, ich glaube, ich weiß, zu welchen Orten wir jetzt mal so ein bisschen gehen, die sich ein bisschen lohnen. Da ist noch ein Nashornkäferkopf. Na, machen wir auch mal. Das sind auch Ressourcen, die wir gebrauchen können. Läuft aber meist auch noch ein Kugelkäfer rum. Kann sein, dass der Kampf ein bisschen anstrengend wird.
Da hat er uns gut erwischt. Jetzt haben wir ihn gut erwischt. Vielleicht wieder Ameisen? Ja. Ich hab keine Aus. Oh, da kommt der Kugelkäfer. Ich renn mal kurz. Da kam einfach mal der Kugelkäfer um die Ecke, vor dem ich euch eben noch gewarnt hatte. Noch hinter uns her. Oh, noch ein Kugelkäfer. Einfach erstmal rennen. Die Musik wird leiser. Okay, nee, da war gerade zu viel los. Da war dann noch eine Ameise. Mich hier mal so ein bisschen orientieren. Ob ich schon dran vorbeigelaufen bin, aber ich glaube nicht. Eine Assel. Assel tun nichts. Eine Ameisen, die tun was. Liegt ein Gerippe, ja. Ich weiß bloß nicht von welchem Tier. Eigentlich nur eine Ameise. Ne? Oh, noch ein. Achso, okay. Komm. Unser Glück, dass die Ameise gerade eher den Kugelkäfer angreift. Der Kugelkäfer die Ameise gerade getötet hat. Was ist hier noch gestorben? Rüsselkäfer, auch der Arme. Der musste ja jetzt nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Hier noch richtig. Wir werden uns gleich angreifen, aber es ist mir gerade egal. Der, mit der Keule kriegen wir sie ja ganz gut betäubt. Da ist eine Forschungsstation. Ich bin gerade ein ganz klein bisschen orientierungslos, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden schon das finden, was ich finden will. Denn noch was drin? So. Ja, ich hab's gehört. Ich bin potenziell da, wo ich sein möchte. Jetzt muss ich nur noch da. Den blauen Deckel finden. Hier müssen wir mal rein. So, da brauchen wir die Axt. Hier ist wieder eine der Leichen. Ich nehme alles. Also, loyale Versuchsperson, Expeditionsmitglied erhabener Klumpen B. Starwa. Abteilung Schöpfer, Datum Tag 1 des Jahres 0. Hör mal, in welchem Jahr befinden wir uns, oh Kind der Zukunft? Du, wahrscheinlich ein Archivar der Gesellschaft, bist über eine Aufzeichnung des Dekrets aus längst vergangenen gestolpert. Wie sehen wir heutzutage aus? Haben wir Knochen oder Panzer oder beides oder keines von beiden? Sind wir noch klein? Sicher nicht, sicher nicht. Halten wir uns noch immer an den Weg? Meiden wir immer noch die heißen Früchte und das nasse Grün? Knuspern wir das gute Fleisch und trinken die grünen Getränke? Ja, dem ist so, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir so sicher. Und nun falte ich verdorrt ein Klumpen, schlafe ich, leb wohl, Kind. Oh, ein bisschen traurig. Mach mal kurz die Fackel an. Aber ich glaube, mehr war hier gerade nicht.
Und jetzt kommen wir gleich ins Paradies. Das Milchmolaren-Paradies. Hier sind 5 Stück. Die wollte ich. Die, also, da die so einfach zu holen sind, wollte ich. Also, die können wir uns nicht entgehen lassen. Und jetzt noch die 2. Ja, jetzt haben wir ordentlich fett Milchmolare bekommen. Wie viel haben wir denn jetzt? Sehen wir das? 8. Damit kann man schon eine ganze Menge anstellen. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Bevor wir was damit anstellen. Damit werden wir was anstellen, wenn wir das nächste Mal wieder in der Base sind. So, jetzt müssten wir ja ungefähr, ja, müssen wir eigentlich fast nur so schräg geradeaus gehen. Die Musik hier ist irgendwie gerade sehr drückend. Oder ich bin gedrückter Stimmung. Kann natürlich auch sein. Aber irgendwie finde ich das gerade sehr, weiß ich nicht, ja. Verdrückend. Ach, bestimmt eine Ameise. Ah, okay, war doch nicht so hoch. Oh, oh, was sehen meine Augen? Es ist sogar Oberst, der... Oh, ich hab Oberst gepatziert. Und hier sind noch Puppen. Und die nehmen wir auch mal mit, wenn die jetzt gerade hier so hängen, verführerisch. Müssen wir die doch auch mitnehmen. Okay, 36 Plätze sind schon wieder voll. An der Base wollte ich ja mal Smoothies machen, ne? Da wollte ich ja mal wieder abtauchen für. Gonna have a look around. Got a new one. Noch Feuerkriegerameisen. Ich glaube, hier in der Nähe ist auch irgendwo ein Ameisenbau. Also von den roten Ameisen. So, hier ist das nächste Paradies. Hier gibt es saure Wurmlöcher. Ach, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Also, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, oh, dass wir hier im oberen Garten, der ist natürlich gefährlich, verstehe ich auch, und dass man da eher am Wegrennen ist, okay, aber dass nicht jede Ameise dich halt verfolgt. Das wäre echt ein Traum gewesen. Aber leider ist das nicht so. Leider müssen wir uns mit jeder kleinen Ameise hier abmühen, die uns begegnet. So, wir sehen es schon, wir sind... ...in der Nähe des Baumstumpfes. Ja. Und hier leben... ...unter anderem Nashornkäfer. Na komm. Da
Dann nervt er uns gleich nicht. Steine will er noch reißen? Reicht's jetzt? Huh? Sind das für Nebengeräusche hier? Also, das lasse ich mal fallen. Marienkäferkopf können wir auch mal fallen lassen. Wir müssen kämpfen. Hier ist eine rote Kriegerameise. Mhm. Auf rückwärts zu gehen. Oh, die Larven, ne? So. Hier haben wir was Neues bekommen, nämlich die Mandibeln. Den Kopf lasse ich wieder fallen. Die weißen Teile können wir erstmal lassen. So ein bisschen hochheilen würde ich mich schon gerne. Würde gern. Wir sind halt schon wieder fast voll. Ich will auch nicht alles fallen lassen. Weil das halt Ressourcen sind, die wir auch brauchen. Da sind sie! Oh, müssen wir aufpassen. Ich muss sie gleich abzecken. Müssen wir gleich mal scannen, wenn wir sie getötet haben. Ah, okay. Ich glaube, die sind resistent gegen Frösche. Oder gegen... Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein scharfes Schwert. Zecken sind übel. Ah, besser. Bei einer ist es nämlich wie die Milben. Und noch eine zweite oder dritte oder vierte oder fünfte. Wir hören schon wieder ganz viele. So. Und noch eine rote Feuerameise. Dann können wir wieder die Keule rausholen. Zeckenzähne haben wir. Und damit würde ich sagen, hauen wir erstmal ab. War jetzt nur ein kleiner Ausflug und wir haben nicht das ganz das geschafft, was ich schaffen wollte. Wir müssen hier mal weg. Rennen. Oh nein, ich weiß, wo ich reingefallen bin, glaube ich. Ah gut, hier geht's raus. Genau, und dann müssten wir uns mal wieder ein bisschen um Heilung kümmern. Oh, da ist ein Creeper. Heilung kümmern, dass wir hier ein bisschen entspannter langlaufen können. Und wir gucken uns mal an, was wir mit den Ameisenmandibeln machen können und mit den Zeckenzähnen. Ah, oh, da ist noch ein Milchmolar. Und den holen wir uns doch jetzt noch, oder? A fancy sports car would be a nice reward for going through all of this. Maybe not this one, though. Ja, wir kommen... Ah, überall Gras, das uns festhält. Hier kommen wir doch hoch. Dann halt so. Dann halt nicht von oben runter, sondern... oh Gott. Seht ihr, was ich sehe?
Das nehmen wir alles natürlich noch mit, bevor wir uns nach Hause verkrümeln. Kommen wir hin. So, jetzt müssen wir hier nur noch wieder rauskommen. Das war ja easy. Und dann geht's mal ab nach Hause. Wenn ich denn hier rauskomme. Oh, ein Kugelkäfer. Aber mir schade. Nee, Marienkäferkopf wollen wir eh nicht. Den können wir hier lassen. Also, wir haben ja jetzt das Baumstammbiom schon mal zumindest von der Ferne gesehen. Beziehungsweise ein bisschen den Anfang. Und wir haben auch gesehen, dass es dort ein Chip ist. Dass es dort einen Chip gibt. An diesen Chip zu kommen, ist Krebs. Also ich werde es mit euch in der Folge versuchen. Könnte aber sein, dass ich schneide. Und euch wieder dann dazu hole, wenn ich ihn habe. Weil... das war der Punkt, wo ich das Spiel richtig verflucht habe. Und ich weiß, dass ich da sehr ungeduldig sein werde. Und alle, die gerade die meine Rage-Folge von Mass Effect mitbekommen haben, wissen, dass ich das nicht so mag, wenn ich rumrage. Auch wenn jemand sagt, das ist nicht so schlimm bei mir. Ja, ich weiß, dass ich nicht fluchen kann. Und ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn ich wütend bin, ist das für andere vielleicht eher amüsant. Aber ich mag es nicht. Und ich möchte mich hier nicht auf YouTube. Als Grumpy Annika vorstellen, sondern eher so, wie ich jetzt bin. Entspannter. Nee, und deswegen. Also müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ich weiß, dass ich da sehr ungeduldig sein werde und dass ich da sehr fluchen werde. Und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob wir das ja schon in der nächsten Folge, ob wir da... Ach, Rache. Termiten, okay. Welche greifen sie denn an? Welche Base? Ach, die Base. Ja, das dürfen sie doch gerne machen. Sollen sie doch machen. Das kriegen wir in 0, nichts wieder aufgebaut. Ja, nachdem wir da zweimal im Termitenbauen waren und alles weggeholzt haben, ist das klar, dass die Termiten dann mal angreifen. Also wenn sie natürlich unsere Treppe zerstören, müssen wir die natürlich erstmal wieder aufbauen. Aber ich denke, die greifen halt eher so das Zelt und so die Strukturen an. Wir werden es am nächsten Morgen sehen. So, wir gehen mal kurz runter analysieren.
So, Rache ist angekommen, dann werden wir jetzt ein bisschen was loslegen und gleich ist es irgendwann vorbei. So, einmal einen Schluck trinken. Wir können uns ja auch mal voll trinken. So, wir haben einmal hier. Ach, ausgeübt. Ja, sehr schön. Ah, Feuerameisenkeule gibt es auch. Wusste ich gar nicht. Ist die neu oder habe ich die einfach nie beachtet? Wahrscheinlich habe ich sie nie beachtet. Zecke. So, das können wir jetzt überspringen. Das bringt uns ja nichts mehr. Ja, Rache ausgeübt. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und dann gucken wir, was denn der Tag bringt. Wahrscheinlich gehen wir Richtung Baumstamm nochmal. Wir wollten noch Milchmula rausgeben. Machen wir morgen. So. Die Holze sollten ja jetzt noch nicht verdorben sein. Verbraten. Und wir haben noch einen Rüsselkäfer. Der eine Nashornkäfer hatte die. So, dann haben wir jetzt hier ein paar neue Teile. Machen wir mal rein. Saft kommt hier rein. Und da. Die hatten wir noch. Nehmen wir mal Essen mit. Grub time. Wir nehmen mal Schluck zu trinken und dann holen wir unsere Tauchausrüstung. Tastes good. Gehen wir runter zum Teich und holen uns mal wieder neue Muscle Sprouts. Und gehen Milchmula rausgeben. So, sicherheitshalber nehme ich mir nochmal die Schleimlaterne mit. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Wir haben ja jetzt die Assistant Manager Karte. Ob wir die im Teich schon eingesetzt haben. Das weiß ich nicht. So. Warum ich jetzt die Treppe genommen habe, wenn wir ins Labor runter wollen, weiß ich auch nicht. So, 8 Stück haben wir. Ich würde sagen, wir machen mal mehr Gesundheit, mehr Ausdauer und weniger Hunger und Lustabzug. Dann haben wir nämlich alle ausgegeben und sind ein bisschen stärker geworden. Huch! Laufen wir erstmal gegen Tyrann. Habe ich den Sinn und Zweck davon? So, bevor ich jetzt aber den Teich springe, mache ich einen Schnitt. In der nächsten Folge gehen wir nochmal in den Teich. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir die eine Tür dort schon, also im Teich hier geöffnet haben. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.